intermittierendes Fasten oder Intervallfasten oder Intermittent Fasting, ja, das Englische. Ich habe irgendwie lange gebraucht, um diese Scheiße sagen zu können. Intermittent Fasting. So, was ist das? Das heißt, dass ihr mal ein paar Stunden, und ich rede nicht von 2, 3, 4 Stunden, sondern von ab 12 Stunden wird es interessant. 12 Stunden mal nichts fresst. Wirklich nichts fresst. Auch nicht hier vom Latte Macchiato ein Stückchen getrunken oder vom Käsebrötchen einmal abgebissen oder einmal vom Keks hier, ne? Ich sag hier Dinkel, vegan, geht ja alles. Sondern einfach mal nichts reinschmeißen. Für 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden, 18 Stunden. Je länger ihr das macht, desto sensibler werden die Rezeptoren, die kleinen Antennen, die Muskelzellen. Desto sensibler reagiert der Körper für Nahrung. Desto mehr nimmt er auf. Wie ein Schwamm, der ausgetrocknet ist. Der saugt sich ja von alleine viel voller. Dieses Phänomen machen wir uns zunutze, bevor wir auf die Bühne gehen, die Bodybuilder. Da essen wir so 2 Tage ein bisschen weniger und dann 2 Tage essen wir ganz viel Kohlenhydrate und dann saugt der Muskel die Kohlenhydrate richtig auf, bringt das Wasser mit rein und das Ganze plopp und man alle denkt, alle großen Muskeln. Also, von daher, einfach bitte nicht diese 5, 6 Mahlzeiten am Tag, die man euch erzählt, wenn ihr voll bis oben hin seid, ne? Voll. Ne? Also, das sind jetzt 9 Spritzen sein, okay? Gut. Wobei, niemand spritzt den Arm, die Schulter, egal.